die kleinen und die großen Dinge. Für jeden kommt es auf etwas anderes im Leben an. Jeder macht seine eigenen Fehler und Erfahrungen. Aber es gibt eine Sache, eigentlich sogar zwei, die ich zu schätzen gelernt habe und über die ich gern mit euch reden würde. Es geht darum, die kleinen Dinge im Leben zu erkennen. Die kleinen Dinge, die das Leben wertvoll machen. Aber auch die großen Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast, die dir aber tagelang ein Lächeln ins Gesicht schaffen und die du wahrscheinlich nie vergisst. Ich will euch erzählen, wie die letzten Tage, Wochen und Monate für mich gelaufen sind. Die kleinen Dinge. Meine Mama, die mir immer meine Lieblingsbrezel mit ins Krankenhaus bringt und mit mir jede Wartezeit durchsteht. Mein Vater, der sich um all meine Dokumente kümmert und mir permanent versucht, das Leben leichter zu machen. Meine Freunde, die mich trösten, aufbauen und motivieren. Und natürlich ihr, die mich mit Rat und Zuspruch in den Kommentaren unterstützen. Und mittlerweile sind wir 25.000. 25.000 Menschen, die meine kleinen Videos sehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar ich für all das bin. Und sowas hier, was ich jetzt durch euch habe, zählt für mich zu den großen Dingen im Leben. Und große Dinge durfte ich in der letzten Zeit häufiger erleben. Der Moment, als der Arzt uns die gute Nachricht gebracht hat und meine Mama und ich in Tränen ausgebrochen sind, die Essen alle zwei Wochen bei mir zu Hause, das Gefühl nach dem fünften Tag Fasten, das Gefühl, die Therapie eine weitere Woche durchgestanden zu haben und vieles mehr. Ich wünsche euch alles Gute und viel Gesundheit und bis zum nächsten Video. Dazu muss ich sagen, ich habe noch bei YouTube so ein Tutorial mitgemacht, warum diese ganzen Infokarten und so weiter irgendwie ganz gut sind, um die Zuschauer immer über alles irgendwie zu informieren. Und das fand ich eine ganz interessante Idee. Und deswegen kommt jetzt zu dieser Endcard am Ende, wo ihr mal so ein anderes Video seht, was irgendwie eine Empfehlung ist, auch noch sowas, wo ihr sehen könnt, was zum Beispiel der nächste Videotitel ist, wo man so ein bisschen was drüber erzählt oder was einem sonst noch so einfällt. Also ich habe mich da bisher noch nicht so super viel mit auseinandergesetzt, aber das kommt jetzt alles. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. So, jetzt ist aber wirklich Schluss für heute. Huh?